Sie sind hier im Computermuseum des Fachbereichs Informatik der Uni Hamburg. Also wenn man heute mit Computern arbeitet, sind da drin ja vielerlei Kulturtechniken vereint. Schreiben, Entwicklung von der Schreibmaschine zum PC mit Drucker, Datenfernübertragung von der Morse-Taste über Fernschreiber zum Internet, alte Rechenmaschinen, könnte sagen vom Abakus bis zum Taschenrechner bis zum rechnenden Computer, tragbare Geräte, von den ersten tragbaren PCs, die eher wie eine alte Nähmaschine aussahen, zu einem Smartphone, in dem vieles vereint ist, was wir heute, wo wir gar nicht mehr merken, dass das eigentlich alles Computerfunktionen sind, die in unserem Handy sind. Und so sind verschiedene Entwicklungslinien hier zu sehen. Eine besondere ist das sogenannte Mausoleum, in dem die Entwicklung der Zeigegeräte, der Mäuse an vielen Beispielen nachvollzogen werden kann. Ein Highlight ist die Apple Lisa, die hier neben mir steht und noch immer funktioniert. Ich war einer der ersten Benutzer mit einem solchen Gerät, das 1983 von Apple herauskam. Dies hier ist der erste Apple Lisa-Rechner, der in Europa gelaufen ist. Mein Kollege Brunstein hat ihn damals beschaffen können. Die kostete allerdings 30.000 D-Mark zu der Zeit und war für Apple kein wirtschaftlicher Erfolg, aber er war technologisch ein riesiger Schritt vorwärts, ein erstes Gerät, das mit einem grafischen Bildschirm und mit einer Maus daherkam. Was eine Maus war zu der Zeit, war eigentlich gar nicht allgemein bekannt. Auch wenn es schon viele Jahre vorher bei Telefunken in Deutschland eine Rollkugel gab, die quasi die Funktion einer Maus hatte. 1968 an Großrechnern der Firma Telefunken gab es schon ein solches Gerät. Die haben quasi die Maus erfunden. Sie haben sie nur nicht Maus genannt zu der Zeit. Ja, die erste Herausforderung ist, interessante Geräte überhaupt zu bekommen. Es gab hier einen Bestand von alten Geräten, aber der ist nur etwa 25% dessen, was jetzt hier steht. Ich habe über Kollegen, über Rundfragen, über andere Museen Geräte geschenkt bekommen. Ich habe zum Teil Geräte ersteigert, mehr oder weniger günstig. Andere Geräte sind Zufallsschenkungen, wo man im Nachhinein merkt, oh, das ist ja ein tolles altes Gerät, auch selbst wenn ich vorher versucht habe, das möglichst gar nicht zu bekommen, weil mir das nicht ganz geheuer war, was das eigentlich ist. So ein Gerät ist etwa ein erster Computer einer Firma Frieden, die früher nur Rechenmaschinen und Fernschreiber gemacht haben und daraus einen ersten Computer gebastelt haben, Anfang der 60er Jahre. Am liebsten habe ich Besucher, die eine Führung haben möchten, weil ich dann anhand von Themenreihen den Besuchern Entwicklungen zeigen kann und dazu etwas erzählen kann. Sobald ich Geschichten dazu erzählen kann, und ich habe eigentlich zu fast allen Geräten was zu erzählen, erschließt sich eigentlich eher, wie diese rasante Entwicklung in den letzten 40, 50 Jahren abgelaufen ist. Auf der Website des Museums sieht man, wann regelmäßige Öffnungszeiten sind. Da ich der Einzige bin, der das Museum betreibt, mache ich nur ab und zu eine Öffnung. Wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzt, per E-Mail, kann ich Führungen anbieten für 2 bis 15 Personen. In der Größenordnung geht das am besten. Und diese Führungen dauern meistens 1,5 bis 2 Stunden. Und manchmal klönt man sich auch noch länger fest. Ältere Besucher, die sozusagen ihre eigenen Erfahrungen mit ersten Computern hier wiederbeleben, sind manchmal gar nicht mehr zu bremsen.